Bah, ich hab einen Pickel. Schon jetzt zu viel Karl Lauterbach geguckt. Hallo Leute, heute mit der Schweiz, Rapsöl, Wolfinnen und meinem persönlichen Aufreger der Woche. Viel Spaß! Heute mit Wochenrückblick 2,5. Ich mache noch so eine Zwischenversion. Da sind so ein paar Themen, die mich aufgewühlt haben. Wir gucken mal. Ja, und dann mache ich heute die Zeitung auf und BAM! Ja, in der Schweiz hat ein Kreditinstitut wohl Gelder verwaltet für Kriminelle, Mafia-Bosse, Drogenbarone und so weiter. Ja, ist ja eine richtige Neuigkeit, ne? Gab's ja vorher nie. Aber ich meine, andererseits muss man sagen, die Schweiz muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, wie will sie das denn machen? Mit Käseexporten oder was? Ist schwierig. Ja, als ich dann googelte nach der Schweiz und genau dieser Thematik mit dem Kreditinstitut, habe ich dann einen lustigen Fakt über die Schweiz gefunden. Den muss ich an diesem Rande nochmal kurz loswerden. In der Schweiz ist es so, wenn du einen Hamster alleine hältst, dann ist das illegal. Per Gesetz gibt es da eine Vorschrift, die besagt, dass du mindestens ein Pärchen halten musst. Wenn dann eins verstirbt, musst du also möglichst schnell einen Ersatzpartner finden. Und dafür haben die Schweizer eine Hamster-Partneragentur geschaffen. Link in der Beschreibung. Wirklich sehr interessant. Ganz aktuell haben Klimaaktivisten den Hamburger Hafen blockiert. Das haben sie gemacht, indem sie 60 Liter Rapsöl auf der Fahrbahn verteilt haben. Auf so einer Steigung, da kommt dann halt kein LKW mehr hoch, ne? Aber kluge Idee. Die Forderung der Klimaaktivisten ist übrigens Leben retten und keine Lebensmittel verschwenden. Boah, ich würde sagen, geh mit gutem Beispiel voran, oder? Die US Morning Post hat von einer Frau berichtet, die sich als Wolf fühlt. Liebe ZuschauerInnen, WolfInnen, KühlschrankInnen und StraßInnen und wer auch immer, wie auch immer ihr euch fühlt, ich meine euch damit, wenn ich sage, hallo Leute, einfach jeden, selbst Leute, die glauben nicht zu existieren, sind damit gemeint. Ich meine einfach alle, wirklich jeden, alle, denn wir brauchen dringend eine Wolfsquote in der Vorstandsebene. Hat er das gesagt? Darf er das? Ja, und in diesem Rahmen habe ich mich dann an einen Artikel erinnert, der ist etwa 4-5 Jahre her. Da hat sich eine Frau in den Eiffelturm verliebt und diesen hat sie dann auch geheiratet. Und sie erzählte in dem Interview auch, dass sie auch Sex mit dem Eiffelturm hat. Völlig normal. Sie reibt sich wohl am Eiffelturm. Macht man halt so. Wir Menschen erfinden Neutronenbomben, die ganze Städte an Leben ausradieren können, während die Infrastruktur bestehen bleibt. Panzer, Fahrzeuge, alle Gebäude, alle Straßen, alles bleibt bestehen. Nur das gesamte Leben, das ist ausgerottet. Solche Waffen erfinden wir. Wir verlieben uns in Eiffeltürme und wir Menschen glauben, dass wir Wölfe sind. Völlig normal. Diese Menschheit bringt mich an den Abgrund. Und was hatten wir noch? Ja, mein Aufreger der Woche, das waren TikTok-Videos. Ich möchte eine kleine Anekdote dazu loswerden. Dieses formschöne Panzerband, das kostet im Discounter von nebenan 1 Euro. Im Baumarkt 3 Euro. Und wenn du es dir in der Drogerie holst, zahlst du 5 Euro und am Bahnhof oder am Flughafen zahlst du sogar 8 Euro für ein und dasselbe Klebeband. Liebe halbnackte Damen und Herren bei TikTok, wenn ihr das Gefühl habt, nichts wert zu sein, ihr der Meinung seid, ihr müsstet euch halbnackt präsentieren, um noch ein paar Klicks mehr zu bekommen und ein paar Abos dazu zu bekommen, wenn euch eure Mitmenschen
nicht achten, euch keinen Respekt entgegenbringen und ihr insgesamt einfach das Gefühl habt, weniger wert als wer anderes zu sein, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr euch in der falschen Umgebung befindet. Ihr seid dieses Panzertape. Danke fürs Zuschauen und jetzt kommen wie immer noch die Outtakes und lasst mal ein Abo da. Viel Spaß, ciao. Es in der Schweiz ein Gesetz gibt, welches es nicht erlaubt bzw. es illegal macht, wenn man einen Hamster alleine hält. Das Thema mit dem Kredit, man reibt mich doch am Pimmel. Jetzt hat ein Kreditinstitut mal wieder in der Schweiz gibt es wohl ein Kreditinstitut. Was ich noch sagen wollte am Rande, ich habe im Rahmen meiner Recherche zur Credit Suisse. Kleiner Fakt.